Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir, es liegt an mir, es liegt an uns. Es braucht Mut, es braucht neue Wege, es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren. Durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Diesmal bei uns zu Gast Eva Katharina Masel. Sie ist Leiterin der klinischen Abteilung für Palliativmedizin im AKH und stellvertretende ärztliche Direktorin des AKHs. Neben vielen anderen Tätigkeiten gibt sie den Podcast Hochpalliativ mit ihrer jungen Kollegin Lia Kum heraus. Genau heute hat dieser Podcast sein einjähriges Jubiläum und es gibt bereits 40 Serienfolgen, die man sich sehr gerne anhören kann. Darüber hinaus hat sie im Herbst des Jahres 2023 dieses wunderbare Buch herausgegeben, Gut gelaufen, schöne Abschiede vom Leben. Ein Buch, das ich mit großer Freude gelesen habe. Viel Freude beim heutigen Podcast. Liebe Eva, vielen Dank, dass du heute da bist. Ich habe mich wirklich schon sehr gefreut. Ich würde gleich mit einer Fachfrage anfangen. Okay. Genau. Gesundheit ist kein Zustand, sondern eine Geisteshaltung. Das ist ein Satz, den ich mag, von Thomas von Aquin. Palliativmedizinisch, fängst du mit dem Satz was an? Hast du was gegen den Satz? Nein, ich finde den Satz auch sehr, sehr schön. Also prinzipiell muss man sagen, Gesundheit spürt man nicht, Krankheit schon. Das ist auch ein Satz, den es gibt. Ich glaube, dass wir wahrscheinlich nicht zur Gänze gesund sein können, wenn du die Definition von Gesundheit nimmst, der, glaube ich, Weltgesundheitsorganisation, geistiges, körperliches und seelisches Wohlbefinden, das ist eigentlich unrealistisch. Aber im palliativen Setting ist es sicher noch einmal etwas Extremeres als eine kurzfristige Erkrankung. Ja. Ich habe einen Film angeschaut über das Hospiz am Rheinweg und die leitende Ärztin damals hat in einem Interview gesagt, dass palliativmedizinisch man andere Ziele hat wie normale Mediziner. Normale Mediziner hast du doch, wie ist das Krankheitsbild? Und du hast das primäre Ziel, den Gallenstein wegzubekommen, den Brustkrebs, wie auch immer. Und ich habe mir damals gedacht, als TZMler stehe ich irgendwie in der Mitte, weil Menschen, die zu mir kommen, sozusagen, okay, ich kann schon manchmal versuchen, das Krankheitsbild wegzubekommen, aber ich kann auch schon ein bisschen palliativ im Sinn von andere Dinge machen. Wie siehst du das? Also palliativ Care ist ja mehr als reine Medizin, ist ein umfassendes Behandeln, sagen wir immer, bezieht sich auf Symptomlinderung und nicht auf Heilung. Ja. Das heißt, wenn wir nicht mehr heilen können, und ich glaube, jeder Mensch würde gern geheilt werden, wenn er krank ist. Das ist, glaube ich, in uns Menschen drinnen, dass wir uns nicht wünschen, niemand von uns ist gerne krank. Aber wenn wir es dann sind, tut es gut, wenn es ein Team gibt. Und es sind immer mehrere Menschen im Palliativbereich. Das ist nicht eine Person, die versucht, ein bestmögliches Konzept zu schmieden. Und das heißt aber nicht immer, dass das auch ganz so einfach funktioniert. Also man braucht einerseits Geduld, Vertrauen, eine Beziehung zueinander. Und die Menschen müssen sich überhaupt mal darauf einlassen, dass sie wirklich in einer sogenannten palliativen Situation sind. Und das ist ein Weg, also das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man sagt, okay, ich habe eine palliative Erkrankung, schauen wir halt, wie es weitergeht, sondern für viele ist das ein riesiger Schock. Deswegen habt ihr auch, du erwähnst es öfter, diese ABCD-Regeln, die ich sehr mag, wo ja auch C dabei ist, also das sind verschiedene Behavior, Attitude, Compassion, Dialog, genau. Also das sind schon schöne Punkte in Wahrheit, ja. die mir im Medizinstudium, ich habe in den 90er Jahren studiert, also ich hätte da gern mehr gehört während meiner Ausbildung zum Mediziner. Ja, da sind wir derzeit dran, schon dass wir das auch ändern. Und du merkst ja richtig, dass die Studierenden
auch eine Sehnsucht danach haben, wenn es dann kommt, klar. Und oft so zustimmend nicken, dass es dann wirklich in der Praxis Verwirklichung findet. Das liegt dann natürlich an dem individuellen Umfeld, weil du kannst vieles lernen. Wir alle haben sehr viel gelernt im Studium. Ja. Vieles schiebst du wieder weg, vieles vergisst du und vieles gestaltet sich im Alltag so, wie dein Umfeld dich eben prägt. Und da gibt es schon gewisse Felder in der Medizin, wo man vielleicht sagt, ja, das Thema ist schon sehr wichtig, Dialog, Kommunikation, aber das ist was für die Psychologie oder das ist was für die Seelsorge. Und ich glaube, es geht uns aber alle an. Und seid ihr jetzt wirklich so, dass ihr im Team an euren Kommunikationsfähigkeiten zum Beispiel wirklich euch trainiert, dass ihr Praktika macht, dass ihr euch Menschen holt, die euch coachen? Habt ihr wirklich so, habt ihr? Haben wir jetzt vor kurzem gehabt, ein Gesprächstraining wieder. Ja. Ich glaube, das sollte man regelmäßig auffrischen, weil wir wissen, wir sind in Erster Hilfe besser ausgebildet, ist auch wichtig als in Gesprächsführung. Wir führen aber ca. 400.000 Gespräche in unserem Berufsleben, jetzt von ärztlicher Seite, wird von pflegerischer oder sozialarbeiterischer oder physiotherapeutischer Seite jetzt vielleicht nicht anders sein. Wir haben aber sicher nicht 400.000 Menschen wiederbelebt. Das heißt, wir sollten auch da regelmäßig auffrischen und uns fortbilden. Ja, waren da so zwei, drei Takeaways, die du teilen kannst von dem? Ja, also ein ganz wichtiges Takeaway ist dieses Chunk, sozusagen, dass man den Leuten in so kleinen Portionen Chunks Informationen geben sollte und nicht so viel. Wenn du jetzt Patientinnen und Patienten siehst, bekommen die oft sehr viel Information von dir. Wir machen eine Anamnese, dann sind wir geistig schon drei Schritte weiter. Und in dem Gesprächstraining haben wir gelernt, so wenig Information, also so ein Dünn, wie wenn du dir einen Burger vorstellst, kann auch ein veganer Burger sein, mit einem Stück Fleisch jetzt drinnen oder was auch immer, so dünn sollte die Information sein. Und das, was drüber liegt, sozusagen der Burger selber oder dieser Burgerbahn, das sollte das Zuhören und Nachfragen sein. Mhm. Es ist aber genau umgekehrt. Meistens wird sehr viel gesprochen, sehr viel Information gegeben und wenig zugehört. Also das war mal das eine, dass man Informationen in kleine Happen und Portionen aufteilen sollte, weil sonst können es die Menschen nicht fassen. Mehr Rückfragen, das war das zweite. Also die Menschen wirklich bitten, zusammenzufassen, was sie aus dem Gespräch mitgenommen haben. Das lernen wir in jedem Seminar, machen tun wir es trotzdem nicht. Und ganz ist auch ein bisschen... Ist das nicht, also ist es peinlich oder geht es? Weil es ist jetzt so ein bisschen so wie eine Prüfungssituation. Dann haben Sie, okay, was haben Sie mitgenommen aus dem Gespräch? Geht das? Schafft ihr das gut? Es muss natürlich passen. Ich glaube, wenn du es wirklich so nach Checkliste machst und wenn es dir gerade gar nicht passend erscheint und du dir denkst, so den Satz muss ich jetzt auch noch loswerden, dann würde ich davon abweichen. Ja. Also es soll nicht so hölzern und so durchstrukturiert wirken, aber prinzipiell ist schon gut, am Schluss zu sagen, Teach Back nennt man das, können Sie in eigenen Worten nochmal zusammenfassen, was Sie jetzt mitnehmen aus unserem Gespräch, weil vielleicht ist das, was Sie mitnehmen, ganz was anderes als das, was ich Ihnen mitteilen wollte. Also das, glaube ich, nachfragen schadet halt nicht, wenn manchmal merkst du, die Leute machen so und am Ende wird so viel Information verschluckt wie in einem schwarzen Loch. Und ganz ein wichtiger Punkt ist noch gewesen, das mache ich auch immer wieder falsch, zwei Fragen auf einmal stellen. Ja. So in die Richtung, das soll man nämlich nicht, man soll nur eine stellen. Ist Ihnen schlecht und haben Sie Schmerzen? Oder haben Sie Atemnot und haben Sie Schmerzen? Du kriegst dann sowieso keine klare Antwort von den meisten. Also wirklich eine Frage stellen und dann halt schweigen und zuhören und Pausen aushalten und Stille aushalten. Ein Filmregisseur, mit dem ich über Interviews gesprochen habe, hat was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, die interessanteste Frage oder die interessanteste Info, die du hast, die geht nicht am Anfang. Weil bis sich das alles legt, bis die Menschen dir wirklich zuhören können, bis die Aufnahmen fix sind, das dauert ein bisschen. Also wenn du jetzt eine Info dem Patienten eine ihm geben willst, bau die erst nach einiger Zeit ein. Ich finde das eigentlich eine kluge Geschichte. Auch. Ja, es bleibt oft das über, was am Schluss passiert. Das ist wie bei einem Film. Also ich persönlich habe ja Filmdemenz. Ich merke mir nichts, wenn ich mir einen Film anschaue. Ja, Filmdemenz. Also ich vergesse es dann wieder. Ich
Also ich merke mir sowieso nichts, aber ich passe auch nicht auf. Also die Namen zum Beispiel, da habe ich überhaupt keinen Fokus drauf. Ja, das ist mir auch komplett egal, weil die habe ich dann sowieso wieder vergessen. Auch wenn ich ein Krimi lese, merke ich mir die Namen nicht. Aber da bleibt natürlich manchmal das Ende hängen. Ist eh ganz klar. Das heißt, man muss auch ein bisschen didaktisch aufpassen, was man an welche Stelle gibt. Das ist ganz klar. Aber was auch wichtig ist, wenn man eine schlechte Nachricht hat, da gibt es den Spruch, du kannst eine schlechte Nachricht nicht gut überbringen, du kannst sie nur schnell überbringen. Das heißt, zuerst übers Wetter plaudern und sagen, ja, schön, dass Sie jetzt schon 2 Wochen, sage ich jetzt, im Krankenhaus bei uns liegen und alles toll und alles fein und Sie schauen ja heute besser aus denn je. Und dann irgendwann am Schluss zu sagen, übrigens, die neue Computertomographie zeigt, Sie haben neue Metastasen in Leber, Lunge und im Kopf, also im Gehirn. Das ist dann nicht sehr elegant und da verstört man die Leute auch. Also wenn man was Schlechtes mitzuteilen hat, dann sollte man schon schauen, dass man das Gespräch so einleitet, dass man auch sagt, ich habe leider keine guten Nachrichten und dann nicht da irgendwie am Schluss noch versucht, das so reinzuschummeln und sich wieder davon zu stehlen. Und die emotionale Nähe oder den Abstand, den man zu den Patienten hält. Ich habe das manchmal, dass ich mit Patienten sitze und dann manchmal bin ich ja gerührt oder freue mich, aber manchmal bin ich auch wirklich traurig, wenn ich ganz schlechte Nachrichten kriege. Ich finde da das Wahrhaftigsein irgendwie so ein Punkt, also dass man da ruhig mitgehen kann, was bei euch natürlich, weiß ich gar nicht, wenn ihr dauernd, es ist ja dauernd so intensiv bei euch, wie ist da eure Geisteshaltung? Also ich würde sagen, auch da gibt es kein Patentrezept. Je öfter man das macht, desto vertrauter wird man damit, dass Emotionen kommen. Und das ist oft Wut, das ist oft Aggression, das ist oft Ablehnung. Und dahinter steckt was anderes. Dahinter steckt Trauer, dahinter steckt Angst, dahinter steckt Verzweiflung, dass das Leben bald zu Ende geht. Das heißt, das ist schon etwas, wo man am Anfang sehr häufig überfordert ist. Das merken wir auch, wenn wir mit den Studierenden ärztliche Gesprächsführung trainieren. Sie trainieren das mit einer Schauspielpatientin oder einem Schauspielpatienten. Und die Schauspieler sind auch so ein bisschen gemein, sage ich mal. Also die machen schon manchmal Challenging. Sie machen das sehr, sehr gut. Aber manche sind halt schon sehr schnell, sehr extrem, beginnen dann zu weinen, was in der Praxis gar nicht Seltene, so sehr klein. leicht passiert, weil da braucht es erst Vertrauen. Und dann machen manche Studierenden so. Und dann ziehen die Schauspieler manchmal die Hand so zurück, ja, und sagen, das passt jetzt überhaupt nicht. Und da merkst du schon, also da leidet man dann manchmal selber mit, wenn man weiß, oh Gott, das ist mir auch alles schon mal passiert, dass ich irgendwie so getätschelt habe. Ich habe mal einen sehr schönen Satz gelesen aus einem buddhistischen Hospiz, der hieß oder heißt, professionelle Wärme heilt nicht. Das heißt, wenn du eher der rationale Typ bist, der halt sagt, so, das ist die Message, dann werden die Menschen das auch nehmen können. Also es ist übertragen und gegenübertragen. Wenn du selber eher emotional bist, ist es auch nicht verboten, dass du auch mal jemanden umarmst oder zu weinen beginnst. Manche Menschen empfinden es aber als extrem unangebracht und sagen, ich will eigentlich jemanden, der das aushält. Also du musst letzten Endes von dir selber ein bisschen weggehen und wirklich dich auf diesen Menschen konzentrieren. Und das fällt halt leichter, wenn es Berührungspunkte gibt mit dir selber und deiner Biografie, als wenn du das Gefühl hast, da sitzt irgendwie jemand, der erinnert mich, weiß ich nicht, an irgendjemanden, mit dem ich schon mein Leben lang nicht konnte. Also das gibt es ja auch immer wieder. Ich mache einen Themensprung, aber ich muss es dir erzählen, weil du hast mir ein richtiges Teaching verpasst. Ich habe dir das Mail geschrieben, ob du mir einen Beitrag fürs Buch schreiben würdest. Sehr geehrte Frau Professor, Doktor und so weiter. Und dann hast du mir eine Mail geschrieben und es war einfach so herzlich. Das war so, wie ein Geschenk war das. Ich weiß gar nicht, ob du es so wahrgenommen hast oder nicht, ja, aber ich meine, okay, ich bin fast überfordert damit. Und ich habe gemerkt, okay, Wirklich? ja, Danke. also scheinbar bin ich es nicht gewohnt, Geschenke, so große Geschenke anzunehmen, ja, und adäquat zu reagieren. Geschenke zu machen ist schon eine Kunst, aber wirklich so Geschenke anzunehmen. Und du hast mir ein riesen Geschenk gemacht damit, ja. Und dachte, okay, Das wie freut antworte ich mich. da jetzt adäquat, ja? Du hast auch sehr freundlich geschrieben. Also Naja, ich glaube, auch da leider. beginnt es schon. Weil, also ich persönlich lege sehr viel Wert auf Sprache. Ich mag es nicht, wenn jemand zum Beispiel schreibt, der Patt.
Weil jeder hat einen Namen verdient. Ja. Und Ient wird es ja auch noch ausgehen. Oder Ihn. Oder man schreibt halt Frau oder Herr oder sonst was. Ja. Und je nachdem, was da bei mir ankommt, wenn ich etwas lese, so gestaltet sich auch meine Antwort. Und lieblose Mails werden lieblos beantwortet. Aber wirklich danke nochmal, weil ich habe mir echt vorgenommen, auch sozusagen, mehr Geschenke an den Menschen zu machen, auch verbal einfach, wenn sie von Herzen kommen. Ein Kompliment. Ja, ich meine, jeder freut sich darüber, wenn ein Lächeln kommt. Super. Ich glaube, das haben wir schon ein bisschen verlernt. Manchmal freut man sich ja wirklich, wenn man einen scheiß Tag hatte und dann lächelt einen irgendwer fremd auf der Straße es an. Es gibt fantastische Momente, es gibt wirklich fantastische Momente. Also danke dafür. War hochgradig gelungen. Ja. Also ich hoffe, ich kann das ein bisschen weitergeben, diese Geschichte. Genau. Gehen wir, was ich nicht gefunden habe, war deine Doktorarbeit. Ich habe natürlich den Titel gefunden. Mhm. Ich weiß, du warst in Nepal. Mhm. Es ist zum Sterben für Buddhisten gegangen, so ein bisschen. Ich habe sie nicht online gefunden und ich war... Okay, genau. Ja, zum Glück. Nein, sie ist ganz okay. Ist sicher okay. Oh Gott, ja, die Dinge, das sage ich auch immer weiter, studiere so quasi das, was ihr da produziert, das ist ein Leben lang da draußen in der Welt. Ich kann sie dir gerne schicken, also in irgendwelchen Bibliotheken, glaube ich, ist das wenn du es nicht sperren lässt. Genau, ist ich war nur, als Ausrede, ich war in Indien noch vorher bei meinen Tibetern und dann war ich kurz verkühlt und dann waren wir am Weißensee, also sonst hätte ich sie noch ausgegraben, weil ich einfach als Spaßprojekt oder als Interesse das zu lesen, weil ich kenne natürlich Kathmandu und ich kenne Nepal und so weiter. Das ist schon ewig her, da war ich 27, wie ich dort war. Das war 2008 hast du rausgegeben. 2007 war ich dort, einen Monat lang. Das war sehr bereichernd. Ich kann mich noch erinnern, ich bin am Flughafen ausgestiegen und dachte, okay, am Flughafen wird es halt so riechen, wie es hier riecht. Ja. Und das hat aber nicht aufgehört. Nein, das ist überall, klar. Ja. Dieses stechende, beißende Geruch in der Luft und dann bin ich an irgendwelchen brennenden Tonnen vorbeigefahren und für mich war das eigentlich das erste Mal, dass ich in einem so armen Land gewesen bin damals. Ich erinnere mich auch noch an diese Autos dort und für 10 Euro konntest du einen ganzen Tag, weiß Gott wohin, kutschiert werden mit Fahrer und unabhängig davon, diese philosophischen Aspekte dort hatten für mich auch damit zu tun, dass die halt nicht so viel hatten, was sie drüber breiten konnten. 10.000 Geräte, 10.000 Institutionen, wo du sagst, da gehst du hin, dann machst du die Computertomographie, dann machst du die Biopsie, dann Befunde der Pathologe, dann gehst du zum Arztgespräch, dann kriegst du Chemo. Aber das heißt, du warst dort alles in den Krankenhäusern, nicht in den tibetischen, sondern in den normalen Krankenhäusern und hast dort für deine Arbeit geforscht, Interviews gemacht. Teils. Ich war in diesem Hospiz in Kathmandu, in diesem Shechen-Hospiz. Mhm. Und dann habe ich eigentlich vorab schon Kontakte gesucht mit Ärzten. Es war nur eine Frau dabei, die wollte aber anonym bleiben. Die praktizieren dort in der täglichen Praxis. Mhm. Und mit denen habe ich gesprochen und mit dem einen Arzt, der dort das Hospiz geleitet hat. Und das war sehr, sehr spannend, weil auch das erste Mal dieser berühmte Lifestyle-Change ist, wo wir alle sagen, okay, ja, ich sollte mich mehr bewegen und ich sollte mehr Sport machen und ich sollte weniger Alkohol trinken, etc. pp., mich gesünder ernähren. Und das ist dort halt mal so das Erste, was du auch gefragt wirst. Bei uns wirst du eigentlich gleich nach den Beschwerden gefragt. Ja, ja. Also du natürlich als TCM-Medizin hast da andere Ansätze, aber in der klassischen Medizin, okay, kann ich natürlich dann schon fragen, und wie ernähren sie sich und so weiter. Meistens sind die Leute da auch nicht so ganz ehrlich, weil sie sich sofort wie so ein kleines Kind fühlen, das beichten muss. Aber mir hat der Ansatz sehr gut gefallen, dass dort auch mal wirklich gesagt wurde, es liegt auch vieles an dir, dass der Ball zurückgespielt wird. Und ich glaube, dass wir das auch im Palliativbereich viel mehr brauchen, dass wir die Leute wieder motivieren, ihre Werte, ihre Wünsche, ihre Ziele und ihre Bedürfnisse zu äußern. In der chinesischen Medizin ist die Eigenverantwortung irgendwie so das ist immer die Basis, glaube ich. Wir haben nur so Verhaltensempfehlungen und Ernährungsempfehlungen, die man immer den Menschen gibt. Und dann kommt halt die Kräutertherapie oder die Akupunktur. Aber das hat schon eine Ermächtigung irgendwie. Ja. Ich habe mal den Satz gehört und bin gespannt, was du sagst. Im Sinne der Krebstherapie, Onkologie, ein Vortrag. Und es wurde gesagt, sie haben nichts falsch gemacht zu den Patienten.
im onkologischen Kontext. Ja, das ist eine große Schuldfrage. Genau, und ich finde, ich denke noch immer drüber nach und ich verstehe den Ansatz. Und ich mag es andererseits auch gar nicht. Das ist halt sehr, sehr schwierig, weil wenn du es umgekehrt sagen würdest, so in Richtung, ist es auch schwierig. Da gibt es ja alle möglichen Unsinn, der verbreitet wird. Der weiß nicht, wenn du Brustkrebs hast, der rechte Busen ist der Konflikt mit dem Vater und der linke Busen ist so ein Schaß, weil sowieso, jeder hat Konflikte mit seinen Eltern. Und deswegen, sie haben nichts falsch gemacht, das weckt ja schon wieder, also das Nicht wird ja immer gestrichen. Ja, wenn einer sagt, ich bin nicht geizig, kannst du schon denken, das Nicht kannst du wegstreichen. Also wahrscheinlich steckt was dahinter. Richtig oder falsch, wir wissen, dass Erkrankungen multifaktoriell sind. Ja. Manche sind ausgestattet mit dem Privileg, sehr selten krank zu sein. Also ich zähle mich da selber dazu und bin wirklich dankbar, auch auf der anderen Seite stehen zu dürfen, weil ich diese Vitalität für mich persönlich auch brauche, um mich wirklich auf andere Menschen einzulassen. Das heißt, diese ganze Schuldthematik, dass viele Leute natürlich sagen, ich hatte dies und jenes in meinem Leben oder da war meine Scheidung und dann kam der Krebs, das halte ich auch für sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, es geht nicht darum, was habe ich richtig oder was habe ich falsch gemacht, sondern eher darum, wer bist du überhaupt? Ja, ja. Also dieses... Ja. Who are you instead of how are you? Weil wie geht's dir? Wenn ich dich jetzt frage, da kommen irgendwelche Floskeln. Das heißt, die Menschen und ihre Biografie wirklich kennenzulernen und dann kommt man oft drauf, okay, der Lebensstil hat vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, dass das und das passiert ist. Manchmal stimmt es aber auch überhaupt nicht. Es gibt Leute, die sind, weiß ich nicht, die haben einen Gesundheitswahn fast schon und werden trotzdem krank. Aber dieses Who are you, das ist ja wirklich ein Punkt, weil ich glaube schon, dass die Menschen, wenn sie schwerer krank sind, dann stellt man sich schon die Frage, also da wird man ja zwangsläufig hin, oder die meisten werden hingestoßen auf die Frage, auf die ganz essentiellen Fragen. Ja, weil es an deine Identität geht. Und sobald du in irgendeinem Krankenhaushemd liegst und dieses Bändchen hast, wird auch was mit deiner Identität gemacht, weil dann bist du nicht mehr die Person, die du in deinem privaten oder beruflichen Umfeld bist, allein schon von deinem Aussehen her nicht, von deiner Kleidung her nicht, von deiner Art zu sprechen nicht, von deiner Art, dich entspannen zu können. Und das sehen wir alles manchmal nicht mehr, weil wir auch betriebsblind werden. Und manchmal geht es darum auch zu fragen, wann haben sie sich zuletzt lebendig gefühlt? Mhm. Was bedeutet es für sie, ein gutes Leben zu haben? Was ist für sie Lebensqualität? Weil der eine sagt... Für mich bedeutet Lebensqualität, dass ich in meinem Garten sitzen kann. Der andere hat gar keinen Garten und wohnt mit 5 Kindern in der Gemeindebau und sagt, für mich bedeutet Lebensqualität, dass ich irgendwie meine Kinder über die Runden bringe. Ja. Deswegen wieder dieses sich selber zurücknehmen, das Ego hinten anstehen zu lassen und den anderen Menschen wirklich hervortreten zu lassen. Ja. Das ist das, was meinen Beruf für mich auszeichnet und das gelingt uns auch nicht immer. Das ist nicht immer leicht. Nein. Give Space, oder? Ja, das ist einfach wunderschön, dieser Space, weil das mit der Lebensqualität natürlich schon so ein Bart hat und dieses to give space und womit die Menschen diesen Raum befüllen, das geht uns schon wieder nichts mehr an. Also, dass wir uns selber ein bisschen überflüssig machen und die Leute anregen zum Denken, indem wir ihre Symptome so gut lindern, und das finde ich viel schöner als kontrollieren, dieser Kontrollwahn in unserer Gesellschaft ist sowieso nicht gesund, meines Erachtens. Also wenn wir Symptome so lindern können, dass die Menschen sich überhaupt wieder Gedanken darüber machen können, was ihnen im Leben was bedeutet, dann ist schon so viel gewonnen. Es klingt so banal, aber manche brauchen Monate, bis sie dorthin kommen. Ich habe auf dem Buch komme ich gerne noch zu sprechen, aber da sind viele schöne Worte und Sätze drin. Und einer ist zum Beispiel, hast du nur 3 Worte geschrieben, Sterbende sind Lebende, Punkt. Das ist, also... Ja, Punkt. Punkt. Und zwar bis zum letzten Atemzug. Ja, deswegen wehre ich mich auch gegen das, jemand ist nicht mehr ansprechbar, weil ich kann jeden ansprechen, es kommt halt nichts zurück. Ja. Aber es ist nicht gut zu sagen, bei der Visite im Krankenhaus... Ah, der schläft eh. In Richtung liegt im Sterben, geht mich nichts mehr an, einer weniger. Sondern jeder Mensch hat sich verdient, dass man hineingeht, dass man beobachtet, wirkt die Person entspannt, wie ist die Mimik, dass man auch die An- und Zugehörigen, also die dazugehören, ein bisschen anleitet und sagt, sie müssen jetzt hier nicht schweigend sitzen, sondern sie können auch sprechen. Gehen sie halt nah zum Ohr. Unser Gehörsinn
ist etwas sehr Feines und ich bin mir sicher, dass das bis zuletzt angenehm ist für die Menschen, wenn im Hintergrund sich ein bisschen was abspielt, wenn mit ihnen Kontakt aufgenommen wird, wenn mit ihnen gesprochen wird. Außer es war jemand, der das früher auch nie wollte und immer die Ruhe haben wollte, dann ist auch okay. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, weil das junge Mediziner, ich war auf einer internen Station, aber es war in Wahrheit mehr so eine Akutgeriatrie. Also es waren viele ältere Herrschaften und ab und zu sind die Menschen auch, war klar, dass die bei uns auf der Station sterben werden. Und eigentlich war halt nicht das Setting dafür, auch die Zeit nicht. Und nur wir jungen Mediziner haben manchmal den Nachtdienst in der Zeit gehabt. Und ich habe mich dann gerne in dieses Zimmer gesetzt, einfach begleitend. Manchmal konnte sie noch sprechen, manchmal nicht mehr sprechen. Aber jetzt im Nachhinein, wie handhabt ihr das, von wegen ihnen den Raum zu geben und gar nicht mehr physisch in der Nähe zu sein, mehr sich zurückzuziehen? Gibt es da für euch so Regeln oder ist das individuell? Ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben auch am Lebensende sehr viele Besuchende und dann gibt es Menschen, da kommen ganz wenige Leute. Wir versuchen halt herauszufinden, deswegen ist es so wichtig, mit den Menschen zu kommunizieren und zwar immer wieder durch das ganze Leben hindurch. Was hat die Person für Vorlieben? Gibt es einen Duft, den die Person gern mag? Gibt es Musikwünsche? Also wenn du dran denkst, wenn man dir dann deine Musik vorspielt, die du gar nicht magst, weiß ich nicht, bei mir zum Beispiel Musikantenstapel. Ja, was heißt Rosen? Ja, genau. Ich überhaupt nicht. Ja. Eine Kollegin sagt immer die Wegbegleitung. Ja, ist ja die Wegbegleitung zur Geburt. Bei der Lea sind es, glaube ich, die Demenzpuppen. Oder? Die Lea hat einen Horror von diesen Puppen, ja, das hat sie der Patientenverfügung geschrieben. Bin mir sicher, wahrscheinlich wäre ich dann eingesalbt, wahrscheinlich als Rache, werden sie dann kommen und wäre das Rosenöl. Ja, also ich glaube, wenn man ein bisschen weiß über die Person, mochte die es eher ruhig oder vielleicht einen Duft oder vielleicht eher Gesellschaft, Hintergrundgeräusche. Ich persönlich finde das Schönste, wenn es im Hintergrund so ein bisschen so, die Leute tun so herum und räumen den Geschirrspüler ein. Als Kind habe ich das so genossen, da einzuschlafen. Oder wenn du im Wohnwagen liegst und der Regen prasselt so auf dieses Dach. Das ist irrsinnig beruhigend, aber da ist es halt wichtig, das Umfeld auch zu fragen, gibt es irgendwelche besonderen Wünsche, Bedürfnisse? Manchmal kann das ein Lied sein. Musik löst so viel aus. Wir haben ja Musiktherapie bei uns auf der Station. Und die Menschen nach dieser Musiktherapie sind viel offener, auch bei den Visiten. Das merkst du richtig, wie sich da ein Tor öffnet zu einer Gefühlswelt, die ja letztlich im medizinischen Alltag nicht erwünscht ist oft, dass die zutage tritt. Aber im Palliativbereich oder auch am Lebensende sind Gefühle da, und zwar permanent. Und manchmal sind sie versteckt hinter einer negativen Emotion oder hinter einer, ich würde es gar nicht immer so werten, hinter einer aggressiven Emotion, Wut oder Trauer. Und dahinter steckt aber ganz was anderes. Also deswegen würde ich mich auch davor hüten, vor Patentrezepten am Lebensende, weil es ist, die Karten werden immer wieder neu gemischt. Aber bei dir wäre dann das Geräusch von Regentropfen auf einen Wohnwagen. Das wäre schön. Oder es muss noch mehr als der Wohnwagen, jetzt vielleicht im Palliativschloss unter so einem Baum sterben. Also das wäre mein Lebenswunsch, so ein Palliativschloss, ein schönes Gebäude. Also es dürfte auch ein modernes Gebäude sein mit einem Garten, wo man da Minestrone kochen kann gemeinsam. Das wäre schon schön. Also wenn ich mir deine Bio anschaue, du hast eh schon so viel verwirklicht. Das Palliativschloss. Das ist doch noch auf einer To-Do-Liste. Das wäre wirklich ein großer Lebenstraum, so dir zu überlegen, wo möchtest du selber sterben? Und dann sagen ja die meisten Menschen, wenn sie das gefragt werden, wenn, dann zu Hause, weil sie nicht damit rechnen, dass es wirklich passiert. Aber zu Hause muss halt dann auch, wie soll ich sagen, kommt auf deine Situation an, würden wir uns, glaube ich, alle wünschen. Aber wenn es sehr kompliziert ist, dann braucht es da manchmal ein entsprechendes Umfeld. Deswegen dachte ich eben an so ein Palliativschloss, das sich so anfühlt wie zu Hause, aber trotzdem alle Kompetenzen so hinter den Kulissen zu weil finden sind. Cecil Saunders ist ja in ihrem eigenen Hospiz. Dann, ich weiß. Das ist schon, weil ich auch als junger Mediziner habe ich auf einer Station gearbeitet, die sehr, sehr gut war, geführt. Und das merkt man als junger Mediziner, ob der Primarius gut ist, ob die Oberärzte, also das war richtig gut.
und der hat ein Pankreaskarzinom bekommen und hat sich dann, obwohl es ein anderes Fach war, die letzten Monate auf seiner eigenen Station von seinen Leuten pflegen lassen. Ja, das ist auch und das ist schon ein, wie soll ich sagen, Vertrauen, das zurückgegeben wird ans eigene Team. Ich weiß auch von Cicely Saunders, dass sie gesagt hat, Whisky, it's still the best painkiller. Also sie hat offenbar auch gerne Whisky getrunken und das hat man in dem Hospiz eher auch zukommen lassen. Gut so, ja. Da gibt es ein lustiges Video auf Instagram von seinem älteren Herrn, der mit so einer Art Cocktailbar durchs Hospiz fährt. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, ja. Es gibt ja auch Mocktails, also gesunde Cocktails. Ja, ja. Cicely Saunders, ihr zitiert immer wieder Sprüche von ihr, den mit der Ernährung, der sowieso, den habe ich jetzt schon öfter meinen Patienten erzählt. Der hilft. Du, sie sterben, Moment, dass ich es rausbringe, vielleicht sagst es du, du kannst es wissen. Sie, Menschen essen, also sterben nicht, weil sie nichts essen, sondern sie essen nichts, weil sie sterben. Genau, genau. Und das ist schon, das nimmt schon Druck, wenn du betreuend bist. Also ich habe das jetzt schon ein paar Menschen gesagt und das war immer so, dass es zu Entspannung geführt hat. Ja. Wirklich. Das hilft, das weil hilft auch das Wort Sterben wird zu selten ausgesprochen, weil sie schwächer werden, weil sie einen Infekt haben oder wird dann auch gesagt, eine Blutvergiftung, also möglichst dramatisch wird das alles ausgedrückt, austherapiert, Blutvergiftung. Es wird wirklich nicht angesprochen. Ja. Und es wird so herumgeeiert und wenn du diesen Satz sagst, wo auch ganz klar ist, also manchmal sage ich auch, das ist wie wenn du Holz zu einer Fabrik bringst und die Fabrik ist kaputt und kann das Holz nicht prozessieren oder der Körper kann das nicht verstoffwechseln. Ja. Das verstehen die Leute schon und es geht wirklich um die Basics. Also wir sind manchmal viel zu abgehoben. Wir fangen dann an mit Infektionswerten, mit Nierenparametern. Also wir gehen schon wieder so weit weg und erwarten dann, dass die Menschen in dem Kontext, in dem wir denken, verstehen, dass das schlecht ausschaut. Ja. Und das tun sie aber nicht. Das heißt, man wieder zurück zu diesen Chunks, eine kleine Information. Ihre Angehörige wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen sterben. Und das reicht schon einmal, aber nicht. Und wissen Sie, und da hängt noch das Antibiotikum und da hängt das, weiß ich nicht, Albumin und da hängen die Blutkonserven, sehen Sie eh, was wir alles tun, aber wahrscheinlich wird es nichts mehr. Dann ist es schon wieder so, dann schafft man schon wieder so eine Ambivalenz und die Leute werden sich, wenn du in diese Ambivalenz gehst, immer für, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute entscheiden, weil das schwer ist, jemanden, den man liebt, irgendwie sich einzugestehen, dass diese Person sterben wird. Deswegen muss man ganz klar kommunizieren, was das betrifft. In einem der Podcasts, der habt ihr beschrieben, ich weiß nicht, wie der Fachausdruck dafür ist, aber jemanden, der im Sterbeprozess sich befindet, wird dann noch einmal sozusagen fitter, weißt du, mehr Interesse, mehr Appetit, mehr... Dieses letzte Aufflackern, sagt man. Für mich ist das so interessant, weil das wird in der chinesischen Medizin sehr genau beschrieben. Mhm. Und die würden sogar noch dann wagen zu behaupten mit Pulsdiagnose, ob du dann feststellen kannst, ob es wirklich das letzte Aufflackern ist oder manche werden ja wirklich wieder fitter und kriegen wieder so ein bisschen Kraft. Also sie machen Pulsdiagnose. Aber meine Frage ist eigentlich, wie lange siehst du einen normalen Sterbeprozess? Also hast du da irgendwie für dich Stunden, Tage, Wochen, Monate im Kopf? Ich habe da so viel im Kopf, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass ich schon jenseits jeglicher Definition bin. Also bei manchen Menschen zieht sich der Sterbeprozess über Tage, manchmal auch über wenige Wochen, aber meistens sind es Wochen bis Tage, wo du spürst, diese Person, bei mir, ich erlebe das jetzt halt im Krankenhaus, weil ich nicht in einem mobilen Team arbeite oder Menschen jetzt nicht zu Hause betreue, du spürst, dass diese Person nicht mehr nach Hause gehen wird oder das Krankenhaus nicht mehr verlassen wird. Und das besprechen wir dann auch im Team und dann geht es halt darum, dieses Sterben auch zuzulassen und dann nicht noch eine Blutabnahme zu machen und dies und jenes zu tun, sondern auch zu sagen, so, wir stimmen jetzt die Menschen um diesen Menschen auf das Sterben ein. Und manchmal dauert das wenige Tage, das kann aber auch länger dauern. Da haben wir schon so viele verschiedene Szenarien erlebt. Manchmal, wie du richtig sagst, wird auch jemand wirklich doch noch besser, wo wir das Gefühl haben, wenn die Person bei uns aufgenommen wird, das schaut nicht gut aus, die Person wird wahrscheinlich auf der Palliativstation versterben und dann kommt es ganz anders. Also es ist
Auch das nicht hundertprozentig klar, das muss sich irgendwie entfalten und entwickeln, wenn man die Menschen kennenlernt. Es wäre auch vermessen zu sagen, ja, zeig mir mal die Werte und dann kann ich dir ganz genau sagen, in welche Ja, Richtung das geht. Das weil geht die, nicht. ich frage es deswegen, weil in der tibetischen Medizin, die haben ja diese fünf Elemente und die beschreiben dann, wie sich so ein Element nach dem anderen Das auflöst. kenne ich ja aus meiner Arbeit auch. Und diese Träume, die man dann hat, auf dem Also Pferd verkehrt also es reiten. gibt der erste Teil ist über die Träume, also die der Patient hat und die man als Therapeut oder Arzt hat und dann, wie sich die Elemente auflösen, so eins nach dem anderen. Und es steht aber nie drinnen, wie lange das dauern würde. Und jetzt habe ich dann öfter meine tibetischen Mediziner gefragt, wie lange die das sehen würden. Und dann haben die wirklich verschiedene Antworten gegeben, weil die Menschen auch Empfehlungen dann kriegen, wie sie sich vorbereiten. Und bei manchen waren das mehrere Monate sogar. Also bei manchen hat es wirklich länger gedauert. Ja. Und eine Bekannte von mir leitet jetzt so ein Thukdam-Projekt. Das ist so ein Projekt, wo man typisch tibetische Buddhisten, Praktizierende, die also klinisch tot sind, Atmung hört auf, Herz hört auf, keine EEG, also gar nichts mehr. Und das Bewusstsein würden sie noch im Körper bewahren ein bisschen. Manche sind noch ein bisschen warm und es gibt keine Geruchsänderung und sie bleiben noch aufrecht sitzen und so. Also, und manche bleiben da halt ein paar Tage, Die hohen bevor da, Lehrer weiß man ja auch. genau so. Ja. Und also so ein paar Anthropologen forschen jetzt darüber. Und die wurde gefragt von Richard Davidson, von der Mind-and-Life-Conference, wie lange sie glaubt, dass dieser Sterbeprozess dauert. Und sie hat dann irgendeine, ich glaube, sie hat 6 Wochen gesagt, aber ich habe es, muss nicht, glaube ich, vielleicht habe ich es auch vergessen, aber sie hat so eine ganz Ja, vielleicht wegen dem beinharte, Bardos, ja genau, oder? wegen dieser 42 Tage. Aber Ja, sie hat das. wie ist der, also sie hat so ganz klar, so lange dauert es. Und ich, okay, also das war so mit einer Hüte dich vor E, genau. Definitionen. Ich meine, alles muss definiert werden. Präfinal, final, präterminal. Diese ganzen Begrifflichkeiten am Anfang habe ich mir auch gedacht, ich muss das alles genau wissen. Das ist mir so wurscht geworden mit der Zeit. Ich schaue, wie sich die Situation darstellt. Und letzten Endes, um es mit Sokrates zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also man muss sich auch immer wieder überraschen lassen, wenn man glaubt, dass man irgendwie alles erkannt hat, dann ist man auch völlig falsch in diesem Bereich, weil es tut sich immer wieder was Neues auf und es kommen auch immer wieder Situationen auf dich zu, die du noch nie hattest. Irgendwann hast du natürlich das Gefühl, habe ich alles schon gesehen, vom größten Drama bis zur größten Lieblosigkeit. Ich erinnere mich an eine Tochter, das ist schon länger her, von einer Frau, die gestorben ist, die dann so diese Batschen von ihrer Mutter so demonstrativ in den Mistkübel geworfen hat, so unmittelbar nachdem die Mutter verstorben ist. Das war für mich so, kann ich gar nicht beschreiben. Ja. Ich dachte nur, puh, was es so alles gibt zwischen Himmel und Erde. Aber da dachte ich auch, was willst du eigentlich damit ausdrücken? Ja? Offensichtlich ein komplexes Verhältnis zur Mutter. Das, ich bin froh, dass ich keine Psychoanalytikerin bin, aber das ist mir hängen geblieben. Und die weiß das vielleicht gar nicht mehr. Also jeder nimmt was anderes wahr und that's life, würde ich sagen. Man muss sich auch darauf einlassen. Also du wirst dir regelmäßig gefragt, wie du das aushältst, und dann sagst du immer, okay, Team ist so eine Geschichte, also wir arbeiten im Team, und ich glaube, du magst es einfach auch gern. Also Ja, es ist für mich ein Privileg, dass ich einen abwechslungsreichen Tätigkeit ist auch schon wieder so blöd. Ich wollte jetzt bewusst nicht Arbeit sagen, dass ich immer wieder was dazulernen kann, dass ich mich auch selber aktualisieren muss, mehr oder weniger. Und ich habe nicht das Gefühl, dass einen diese Arbeit blöder macht. Das heißt aber Nein, sicher nicht, nicht. Ja. dass du auch all diese Weisheiten, es gibt ja viele Weisheiten über den Tod, ja, dass du die dann inhalierst und jeden Tag so bewusst durchs Leben gehst. Die Luft einatmest und den blauen Himmel anschaust und du denkst, danke, Dauernd. dass ich da sein darf, so in die Richtung. So läuft es ja auch nicht. Aber letztlich, ich mache es wirklich, wirklich gern. Ich finde, es ist eine unglaublich ehrliche und tiefgreifende Tätigkeit. Also ich Ja. kann das total nachvollziehen. Also ich wollte, gut, ich habe den Turnus gemacht und ich wollte schon damals TCM machen, aber jetzt mit der Beschäftigung bei euch, also das ist eine wirklich schöne, es ist so auch so wahrhaftig, finde ich. Es ist eine schöne Arbeit, glaube ich. Es ist natürlich auch immer wieder herausfordernd und manchmal hast du auch das Gefühl, in letzter Zeit war so eine Phase, da sind sehr, sehr viele Menschen gestorben, wo auch Menschen
aus dem Pflegebereich gesagt haben, das ist einfach Okay. zu viel und Ja. dann stirbt ein Mensch im Krankenhaus, wenn du nur 12 Betten hast, so wie in unserer Abteilung klingelt halt manchmal das Telefon und sofort kommt wieder ein neuer Ja, Mensch ja. zur Aufnahme. Man möchte sich von dem Menschen noch verabschieden Ja, oder man ja. assoziiert das Zimmer, in dem dieser Ja, Mensch gelegen ja. ist, noch mit diesem Ja, Menschen ja. und plötzlich machst du die Tür auf und es liegt jemand Neues drinnen. Ja. Also ich möchte das nicht beschönigen. Wir brauchen da schon auch Raum, dass nicht immer alles so toll und super Sicher, ist und dass sicher. die Leute auch mal sagen dürfen, es ist mir zu viel Ja, und ja. am Ja. liebsten würde ich jetzt, weiß ich nicht, irgendwelche Katzenvideos schauen, um Ja, ja, runterzukommen. ja, ja, Auch das ist ja. erlaubt. Ja. Ich glaube, gefährlich ist es auch, wenn man so in dieser absoluten heiligen Bubble schwimmt, wo man sagt, alles ist so schön und es ist wie im Disneyland bei Ja, uns ja, und ja. alles ist so eine gute Gesprächskultur. Das halte ich auch für gefährlich. Es muss Platz da sein für die Dinge, die traurig machen und die störend sind und die uns an die Grenzen bringen. Das muss genauso berücksichtigt werden, sonst geht man sicher kaputt. Ja, Aber ja. ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Ja. Weil wir halt lernen, offen miteinander zu reden, Ja. durch unsere Arbeit auch. Ja. In deinem Buch beschreibst du ja verschiedene Patientinnen-Geschichten. Ich habe nicht alle gelesen, aber ich glaube am Anfang wahrscheinlich nicht per Zufall hast du die Laura gesetzt. Oder war das Zufall für dich? Das weiß ich, Zufall ist Gotteslästerung, ist Ja. Gott. Ich bin jetzt nicht katholisch, aber wurscht. Nein, das war, weil die Laura ganz präsent war damals, wie ich das Buch Ja. geschrieben habe auch und immer noch präsent ist für mich als jemand, wo ich wirklich das Gefühl hatte, es gibt so Menschen, da hast du das Gefühl, die lehren dich Ja, etwas, ja, ja. die sind, Jetzt kriegst du Gänsehaut schon mal. Ja. ja, ist Siehst echte du das? Ja, Gänsehaut, wirklich. ja. Ja, voll. Und sie hat in ihrem ganzen Ausdruck, in ihrem ganzen Wesen wirklich ihr Umfeld etwas gelehrt. Und deswegen, als ich das Buch geschrieben habe, da gibt es ja diesen Satz, sich etwas von der Seele schreiben, er klingt so ein bisschen wie aus dem Stammbuch, ich habe mir gedacht, Ja. habe ich das zuerst immer gedacht, ja, kann das eh, haben eh schon so viele ein Buch geschrieben, da über Sterben und Tod schreibe ich Ja. halt auch eins so in die Richtung. Und dann habe ich ja diese ersten Seiten an den Und der hat sie dir Verleger. ziemlich zurückgeschmissen. Der hat mir dann ein SMS geschrieben, ob wir Genau. telefonieren können. Da dachte ich schon, Ja. als doch etwas geübt in Kommunikation, Ja, das wird klar. nichts Gutes heißen. Und ich kann mich erinnern, wir waren damals im Team in einem Lokalessen und ich bin nach Hause gegangen und das Gespräch zu Fuß war am Ja, Nachhauseweg. Und bis ich bei mir zu Hause angekommen war, hat er mich so richtig zusammenschießen gehabt, sozusagen. Und da war natürlich mein erster Impuls so ganz typisch wieder so egomäßig. Ich bin auch nicht irgendwer, ja, und ich habe da auch den Lehrstuhl und ich bin ja auch Professorin und mache ich nicht, ja, habe ich was Besseres zu tun. Dann habe ich mich ins Bett gelegt und am nächsten Tag habe ich mir gedacht, also der hat mich einfach auch gechallenged und ja, er hatte super, völlig recht im ja. Nachhinein gesehen. Er hat halt gesagt, man soll nicht Mann sagen, Ja, weil Mann ist Amtssprache ja. und Und er wollte Person gefällt ihm persönliche. auch nicht. Ja, Ja, und er wollte genau. halt diese, er hat halt gesagt, schreiben Sie das nicht für Ihre AKH-Kollegen, die Genau. werden es eh nicht Ja. lesen. Und hören Sie doch auf mit dieser Distanz Ja. und geben Sie doch was von sich Ja, preis. ja. Und dann habe ich wirklich gemerkt, dass dahinter, so wie bei einer Lawine, das Ja. wurde irgendwie losgetreten, hat das Ja. echt gut gemacht. Ja, super. Dann so viel, also wie so verschiedene Schichten sind da wieder frei geworden. Und manchmal dachte ich, okay, mein früheres Ich, das war eigentlich der bessere Mensch. Ja, Ja? ja, ja. Also das war für mich auch sichtbar, dass ich durch diese Ja, Professionalisierung ja. sich auch eine gewisse Distanz aufgebaut habe. Ja. Weil es halt auch meine Rolle ist, Ja, jetzt bei anderen klar. zu schauen, ah, wie könntest du dies und jenes besser Ja, klar. machen. Ja, Aber wenn du niemanden mehr hast, der dir sagt, wie du ja. es besser Ja, machen kannst, ist es auch ein extremer Verlust. ja. Ja, Und das sind bei uns halt die Menschen, die wir betreuen, die uns das eigentlich permanent ja. Ja, mitteilen. Das ja. ist auch ein Privileg. Ja. Weil mir ist dann dieser Satz hängen geblieben, aber er wird nicht ganz, also sie starb, als sie am schönsten war und dann wie sie eine japanische Kirschblüte, also ich zitiere es jetzt nicht Im wörtlich. Moment ihrer vollendeten Schönheit ist sie zu Boden gefallen. Ja, Schau, wie so, schön, ja. genau. So hat Unendlich sich schön. das Ja, angefühlt. ja, Wirklich, es war so ein schöner Mensch mit so einer schönen Ausstrahlung. Also
das ist schwer zu beschreiben. Es gibt Menschen, ja, da sitzt du einfach davor und kannst nur staunen. Ja. Gibt es eh nicht so oft. Ja. Ja, aber das bleibt ewig, oder? Also die wirst du schon ewig ganz in Erinnerung sicher haben. Also es gibt viele Menschen, denen ich immer verbunden sein werde. Auch Elisabeth, die Geschichte mit Elisabeth. Ja, Elisabeth, die habe ich nicht gelesen bis jetzt. Genau. Die Elisabeth, zuerst mal habe ich Spielzeug von ihr bekommen für meine Tochter. Und das ist natürlich Plastik. Ja, und Plastik ist viel beliebter als jedes Holzspielzeug natürlich der Welt. Die Kinder wollen nur das, was Plastik ist. So ein Magnetspielzeug. Allein da denke ich immer wieder an die Elisabeth, die mir sogar irgendwann mal angeboten hat, wie ich ganz im Stress war, dass sie kommt und meine Wäsche bügelt. Und da war sie selber schon krank. Ja, also ich habe mir meine Wohnung im 4. 2016 eingezogen. Ich habe da noch immer ein Bügelbrett, das original verpackt ist. Ich bügle nicht, also wirklich nicht. Dreimal im Leben habe ich es probiert, habe ich mir immer irgendwas verbrannt, was man heute noch sieht. Ich verwende das, ich bügle auch nicht offensichtlich. Ich verwende es manchmal zum Trocknen oder so Wachs aus den Dingen rausholen. Ja, ich habe schon gesehen, dein T-Shirt da, das hat so ein Loch. Oh ja, aber ich bin ja auch Tibetologe, ich bin Geisteswissenschaftler, ich glaube, ich darf das, oder? Du bist absolut avantgarde, das Nein, aber die Elisabeth, das Skurrile war, dass Elisabeth, wie ich sie das erste Mal gesehen habe, ist sie gekommen und hat gesagt, sie ist die Schwester von einer Patientin, die hieß auch Eva mit Vornamen. Sie ist deren Schwester und ob sie Auskunft haben kann. Und da muss natürlich zu der Patientin hingehen und sagen, da ist ihre Schwester und darf die Auskunft haben. Und irgendwann bin ich dann draufgekommen, das waren gar keine Schwestern, sondern die waren ein Paar. Ja. Die waren aber noch aus einer Generation, wo das jetzt nicht so easy war. Und die Elisabeth war vorher verheiratet und hatte auch Kinder. Und nachdem ihre Lebensgefährtin bei uns verstorben ist, sind wir immer in Kontakt geblieben und dann ist die Tochter von der Elisabeth auch bei uns verstorben, an den Folgen von Darmkrebs. Mhm. Und dann letztlich ist die Elisabeth auch bei uns verstorben. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen, das ist ja wie aus einem Film. Ja. Und hat aber auch immer gesagt, ich möchte mal bei euch sterben und hat auch so, wie soll ich sagen, wie sie da mit dem Rollator gekommen ist, ich habe sie fast nicht wiedererkannt, weil die hatte immer so eine Mähne und dann hatte sie plötzlich ganz kurze Haare. Und wir sind immer in Kontakt geblieben. Und nachdem ich jetzt das Buch geschrieben hatte, hat mich dann die andere Tochter von der Elisabeth kontaktiert und mir geschrieben, ich möchte auch mal bei euch schlafen. Das war dann genau im nächsten Buch musst du ein Kapitel widmen. Ich habe schon den Scherz gemacht und gesagt, das nächste Buch heißt dann schlecht gelaufen. Aber das ist gut gelaufen. Also das sind einfach Dinge, die das Leben schreibt. Und wenn du da eine gewisse Offenheit hast, dann kommen da auch Dinge hoch, die Menschen sonst immer zurückhalten. Und das war schon was wirklich Besonderes. Also das vergisst du dein Leben lang nicht. Ja. Und du hast die Angehörigen immer nachher noch informiert, dass du das habe ich selber gemacht. Ja, ja. Das war mir auch ein großes Anliegen. Ja. Und erstaunlicherweise, weil normalerweise machst du ein anderes Geschlecht, ein anderes Alter, du entfremdest es irgendwie. Du hast mir wirklich den Text, das Word-Dokument geschickt, von einem fertigen Kapitel. Ja, ich habe es schon fertig geschickt, weil wenn du das vorher als Cliffhanger machst, ich glaube, dann ist es auch so. Ja. Und es hat niemand wollte etwas dagegen, oder wie? Doch, es war ein Angehöriger, der wollte das nicht. Was mir persönlich wehgetan hat, weil das eine für mich sehr besondere Situation war, aber damit muss man leben, das muss man respektieren. Er wollte auch nicht, dass das anonymisiert wird. Und das habe ich dann rausgenommen. Aber ansonsten haben alle gesagt, es kann so bleiben, wie es ist, mit Name und Alter, was es mir auch leichter gemacht hat, weil Namen zu erfinden ist gar nicht so leicht. Ja, weil du überlegst, soll ich jetzt schreiben Philipp oder Thomas oder Walter oder Florian? Ja. Oder soll ich eher schreiben, weiß ich nicht, Mortimer? Oder ist das zu nervig? Also es ist die Fakten aufgezählt so ein bisschen, also einfach die Wahrheit berichtet. Ja, ja, das hat es mir auch leichter gemacht, dass ich wirklich nichts, was da drinnen steht, kein einziger Satz ist gelogen. Ja. Da bin ich echt stolz drauf, weil sonst wird es auch so ein Palliativ-Kitsch-Buch und das wollte ich nicht. Wobei es mir manche gesagt haben, sie haben geweint, als sie es gelesen haben und das war so lustig, weil der Verleger ja gemeint hat,
auf jeder Seite muss geweint werden. Und ich denke, das ist doch schrecklich. Nein, ja. So Rosamund Pilcher. Soll auch lachen, hoffentlich. Aber, oder keine Ahnung. Nein. Ja, ich nein. hoffe auch. Ja, also ich versuche ja selber immer. Ja. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, wenn die Menschen mir sagen, dass sie da geweint haben, dann ist, ist es schon ein Kompliment, weil es ja letztlich Worte sind, die Bilder schaffen. Ja. Also bei der Lauras Geschichte zum Beispiel, die ist mir schon, und dann Karin, wobei Karin ist dir wirklich nahe gestanden. Da meine ich schon jetzt, wenn wir drüber reden. Und dann hast du in dem Beitrag für mein Buch sie auch nochmal sozusagen wiederbelebt, wiederleben lassen. Also das geht einem schon nahe, selbst wenn man es liest nur. Also es gibt nicht viele Menschen in deinem Leben, glaube ich, wo du so, wo so viele Gefühle angeregt werden. Das kann man ja auch nicht steuern. Das ist eben so oder es ist nicht so. Und die Karin, diese Dose mit den Vanillekipferln, das ist halt für mich jetzt so ein wertvoller Gegenstand. Ja. Und früher wäre es nur eine Keksdose gewesen. Ja. Deswegen der Unterschied, wenn jemand lebt und wenn jemand nicht mehr lebt, der ist schon sehr, sehr groß. Ja, ja. Wo steht die Dose jetzt? In meiner Küche. In der Küche. In der Küche, zwischen den anderen, zwischen dem anderen Geschirr. Aber die würde ich niemals hergeben. Also und es ist ja zweimal eingebrochen worden bei euch. Und, ja. Aber die wurde nicht gestohlen. Die wurde nicht gestohlen, weil die Leute das Geld in den Gesellschaftsspielen offenbar verstecken. Ja, wo in Büchern. Habe ich dann auch gelernt, in irgendwelchen Büchern, die halt dann jemand, was die so ein Pseudobuch ankauft und da seinen Schmuck reintut. Ja. Ja, hätte ich doch einen Safe machen sollen, aber ja nicht. Aber das ist auch diese, du schilderst ja, um das kurz zu erzählen, wie sie dann im Krankenhaus ist und du wirst angerufen und dann schreibst du diesen Satz. Ich weiß es auch nicht mehr. Nein, es ist, ich müsste jetzt nachschauen, Menschlichkeit ist keine Kleinigkeit, Menschlichkeit ist eine Kompetenz. Ja, das ist auch das unterschätzen die Leute, dass das eine echte Fertigkeit ist. Dieser kleine Akt, dass die Krankenschwester bereit war, mit dem Hörer ans Bett zu gehen. Und das war die Pandemie. Und ich habe nur dieses Röcheln gehört. Und ich habe das ja schon oft gehört in einem ganz anderen Kontext. Und ich weiß ja, was das bedeutet, wenn jemand schon einmal einen Morphium-Perfusor hat. Ist es meistens nicht so, dass man den wieder abdreht. Ich meine, auch das kann man tun, aber meistens nicht so. Und diese Geste, dafür bin ich extrem dankbar und ich weiß gar nicht, wer diese Krankenschwester war. Du hast sie nachher nicht nochmal ankontaktiert und dich bedankt? Ich habe ein E-Mail geschrieben und mich bedankt. Ja, ich habe ein E-Mail geschrieben, aber da habe ich selber wieder gemerkt, wie wichtig es schon ist am Telefon, einfach wenn dich wer anruft und sagt, kann ich Auskunft haben, nicht gleich zu sagen, wie ist das Passwort, sondern vielleicht einmal wahrzunehmen, wie geht es der Person am anderen Ende. Ja. Und da muss ich schon sagen, das haben die wirklich toll gemacht. Es waren halt auch Steirer, muss man sagen. Ja, ich bin meine ja auch Frau, Steirerin. Ich weiß, meine Frau ist aus Murau. Also, ja gut, das klar, ist ja nicht so weit weg. Um die Ecke, da gibt es gutes Bier. Ja, genau. Das ist ganz um die Ecke. Ja. Genau. Genau, also da muss man schon sagen, das hat mir sehr viel geholfen. Und auch das ist wieder so ein Feedback für dich selber. Es braucht oft Kleinigkeiten. Also wenn du jetzt überlegst, wann war es das letzte Mal, richtig erstaunt über die Freundlichkeit eines Menschen, dann sind das ja nicht große Gesten, sondern oft wirklich, wenn wer bei der Kasse sitzt und es ist mega Stress und jeder ist genervt und plötzlich lacht diese Person oder macht irgendeinen Scherz, wo du es gar nicht erwartest. Ja. Das sind die Momente, die dann in Erinnerung bleiben. Ja. Hochpalliativ. Ihr habt heute ein Jahr. Ja, stimmt. Ja. 40 Folgen. Ja. Ich bin, also, ich habe noch nicht alle angehört, aber ich werde sie mir wirklich alle anhören. Ich habe so einen, also Spaß ist das falsche Wort, aber ihr macht das so brillantest. Und ich finde die Infos auch wirklich gut. Das freut mich, mir kommt es manchmal so banal vor. Nein, es sind, natürlich habt ihr wahrscheinlich als das Zielpublikum ist ja riesig. Wir haben keins. Das wurde auch kritisiert. Nein, aber ich finde das perfekt, weil es ist ja, in einem guten Buch findet man ja häufig 2, 3 oder mehr Sätze wie in einem Vortrag, die man sich im Idealfall ewig lang merkt. Und ich finde, in euren Podcasten ist für mich
in jeder Folge wirklich was dabei. Also ich nehme das, ich habe es jetzt auch, teilweise empfehle ich es meinen Patienten, weil ich habe teilweise auch Patienten, die jemand anderen pflegen oder also selbst betroffen sind. Ich empfehle denen wirklich, das anzuhören. Das freut uns sehr, das also, ist das, was das wir uns wirklich, gewünscht haben. Wirklich, ja. Ich meine, ihr macht das einfach total gekonnt, oder? Ich finde, ihr habt einen Spaß, wenn ihr da sitzt, oder? Ja, wir haben einen Spaß, Genau, ja, das das merkt man stimmt. einfach, ja. Wir haben einen Spaß und am Anfang war es natürlich so in Richtung schauen wir mal, aber jetzt ist wirklich was draus geworden und auch da, du lernst ja auch da wieder irrsinnig Sehr viel schön. dazu, weil du doch überlegst, welche Information ist so wertvoll, dass ich es wirklich weitergeben möchte. So wie du vorhin gesagt hast, so die drei Highlights. Und die Lea ist Gott sei Dank die strukturierte von uns beiden, weil ich habe da teilweise so viele Assoziationsbahnen in meinem Gehirn Ja, aber ihr laufen. ergänzt euch total gut. Also das hatte ich denn. Habt ihr, ich habe noch nicht alle gehört, habt ihr über so Morphium, über die Opiattherapie, habt ihr da schon einen eigenen Podcast aufgenommen? Noch gar Ja, nicht, ne? noch keine, wir haben immer diese Profi-Folge, haben wir Ja, versprochen, wir haben ja. schon immer wieder Okay. darüber geredet, auch Ja. im Sinne der Schmerztherapie, aber dann haben wir gesagt, wir wollen mal so eine mehr oder weniger Profi-Folge für Ja, Profis okay. aufnehmen, die dann Ja, nicht jeder ja, hören ja, muss. ja. Wahrscheinlich werden es dann gerade die, die nicht Ja, Zielpublikum wahrscheinlich, ja werden, klar. wenn das dann Ja, eher so ist. ja. Ha, das sehen wir Weil uns ihr habt ja an. schon liebe Kolleginnen, eins, Aber zwei, also. ja, genau, das haben wir gemacht und Ja. da hat dann eben eine Kollegin offenbar gesagt, dass wir da gemein gewesen seien und da habe ich in der letzten Folge dann gesagt, wir waren appropriate gemein, weil wir Okay. sind sonst so nett, dass bei Ja. uns, wenn Naja, wir einmal wirklich. kritisch was sagen, das sofort Nein. gemein wirkt. Also das ist ja immer unser Running Gag, die Chronic Niceness in der Ja, Palliative Care, da gibt es auch eine ja. Arbeit drüber, die sind alle Okay. zu nett und Ja, deswegen nimmt sie ja, keiner ernst. ja, ja. Und manchmal, das geht schon beim Palliativkonzil Ja, so, je nachdem, wie du auftrittst. Ja, wenn du ja. da die Tür aufreißt und sagst, Fieberkurve, wir Ja. sind da zum Palliativkonzil. Ja, ja. Und wo ist der Patient? Welches Zimmer? Ja, da bist du. Ja, Und ja. wenn du so reingehst, Ja, wir klar. sind vom Ja, Palliativ. ja. Ja. Also es hat auch eine mit dem eigenen Auftreten zu tun. Und da ist mir schon auch wichtig, dass wir, das ist immer mein Credo, dass das drinnen ist, was draufsteht. Also ich möchte wirklich Palliative Care machen und es ist mir wurscht, was Gott und die Welt davon hält. Ja, es gibt genug Palliophobe, aber auch viele Palliophile. Da muss man halt schauen, wie man sich mit wem arrangiert. Aber mir ist wirklich wichtig, dass wir zeigen, welche Kompetenz wir Ja, eigentlich ja. haben und dass wir die Kompetenz in den anderen Bereichen stärken. Ja, Und da hat sich irrsinnig viel getan ja. in den Ja, letzten Jahren. ja. Und ich habe auch das Gefühl, die Gesellschaft ist eigentlich sehr aufgeschlossen und sehr dankbar für Infos und auch für so vielleicht niederschwelligere Infos, Ja, deswegen auch der ja, Podcast. ja. Also ich finde genau, vorher noch, ich hatte dich ja gefragt nach Lieblingszitaten von Cecil Saunders. Ja. Genau, wir hatten ja. Good care can reach the most hidden places. Gefällt mir eigentlich Ja. sehr gut. Also wenn du jemanden gut betreust, dann kommst du an die verstecktesten Orte. Da. Nämlich, die Dinge liegen oft ganz woanders. Auch therapierefraktäre, also behandlungsresistente Schmerzen. Und du steigerst das Morphium und du steigerst das Morphium und du gibst ein Antidepressivum Ja, dazu und du ja. gibst ein Antineuropathikum dazu und was weiß ich. Und es wird nicht besser. Und ja, jetzt aber die Anästhesisten, jetzt machen wir interventionelle Schmerztherapie. Und plötzlich in einer Runde sagt irgendjemand aus ganz einer anderen Berufsgruppe, geht es vielleicht um ganz was anderes, geht es vielleicht um irgendeine ganz banal, wie man es aus den Filmen kennt, unerledigte Sache, irgendjemanden, der noch irgendwo hockt, in Kanada, in Amerika oder im Nachbarhaus, man weiß es ja nicht. Und das, glaube ich, meint Cicely Saunders auch damit, weil Good Care bedeutet eigentlich Attention to Detail, Aufmerksamkeit fürs Detail und wirklich really listening. Also nicht so, ich höre halt zu und in Wahrheit warte ich, bis der ausgeredet hat und dann Und wäre ich dann, meine Botschaft los, sondern wirklich zuhören. Und das hat ja auch ein Palliativmediziner gesagt, ein anderer. Wenn du blind bist, kannst du Palliative Care machen, aber wenn du taub bist, auf keinen Ah, Fall. das ist gut, ja. Das Ja. ist gut. Wow. Ja. Weil das Zuhören so wichtig ist. Also das finde ich sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Und auch dieses, wenn nichts mehr zu tun ist, gibt es noch viel zu tun.
Also dieses, ich bin Austherapie, mein Doktor hat mir gesagt, eine Langspielplatte brauche ich nicht mehr kaufen, Ostern werde ich nicht erleben. Ja. Ja. Das sind so Horror-Messages, die dir die Leute gleich mal hinknallen. Mhm. Und dann einfach mal nachzufragen. Und, wie sie das gehört haben, was ist da losgegangen für eine Kaskade? Und beim Rationalen geht die Kaskade los, ich muss mein Begräbnis planen. Bei dem, der viele Millionen zu verteilen hat, geht die Diskussion los, die innere, siehe Richard Lugner, ganz rezent, muss ich mein Testament noch ändern? Und bei irgendjemand anderem, weil wir jetzt auch Krieg haben und immer wieder geflüchtete Menschen bei uns betreuen, ist die Frage da, kann ich geliebte Menschen nochmal wiedersehen? Mhm. Ist es überhaupt möglich? Ja. Und das herauszufinden, das schaffen die Menschen dann selber nicht mehr, dazu haben sie nicht die Kraft. Ja. Und da dann aufmerksam zu sein und nachzufragen und zu versuchen, das zu organisieren. Ihr versucht dann wirklich, das zu organisieren? Wir versuchen da, das ist der Gott und die Welt, aktivieren wir da teilweise mit vereinten Kräften. Toll. Wow. Ja, das ist auch eine Challenge, die wir gerne annehmen. Wow. Weil das sind dann wirklich magische Momente, die manchmal ermöglichen. Ja, das ist, teilweise ist es wirklich wie in einem Hollywood-Film. Ja, manchmal ist es auch ganz banal. Ja. Manchmal ist es auch stressig. Ja. Manchmal ist es auch viel zu schnell, dass wir Menschen viel zu kurz kennenlernen. Also ich will nicht sagen, dass wir jetzt jeden Tag da die, weiß Gott was, für exotische Dinge erleben. Aber wir erleben sehr viele Dinge, die mit Würde zu tun haben. Und da gibt es diesen schönen Satz von Max Frisch, die Würde des Menschen liegt in der Wahl. Das bedeutet auch, noch die Wahl zu haben. Wie möchte ich meine letzten Tage verbringen? Und das ist auch so eine offene Frage. Haben Sie schon mal über das Sterben nachgedacht? Ja, ja. Und dann einfach die Klappe halten. Ja. Ja. Das wäre mal ganz gut, wenn wir das öfter machen würden. Aber wie schön, ihr habt dann wirklich, ihr sitzt dann im Team, ihr wisst, was die Person möchte. Wir sind einfach perfekt. Und ihr zaubert, also probiert es dann wirklich. Yes. Also, ich komme ja schon selber so, es hört sich so perfekt an, aber in gewisser Weise ist es auch. Fantastisch, bitte. Wenn man es dann wieder so erzählt, vielleicht wird einem dann selber auch wieder bewusst, dass es eigentlich wirklich was Einzigartiges ist. Ist es schon. Also ich kann jetzt leider nicht mehr so viel Klinik machen und ich bin wirklich sehr gerne Ärztin, also auch sehr gerne Internistin. Ja, ja. Also die Leute, die von nichts was wissen wollen und nur da ihr kleines Tabakschirm mit sich herumtragen, das taugt mir auch nicht. Aber ich kann halt nicht mehr so viel Klinik machen. Und du bist jetzt auch noch stellvertretende Direktorin des AKHs? Ja, stellvertretende ärztliche Direktorin. Ja, das ist ja auch. Vorstandsmitglied in der Krebshilfe, in der Palliativgesellschaft. Also das sind super Aufgaben, aber in erster Linie bin ich wirklich Hobbyjournalistin, weil ich so viel schreiben muss, den Newsletter für die Österreichische Palliativgesellschaft und für die Deutsche Zeitschrift für Palliativmedizin und für die Anästhesie-Nachrichten. Wie heißt denn das? Dieses Pharmischtes, genau. Das schreiben wir zu dritt. Genau. Ja, das kommt viermal im Jahr raus. Das ist halt meine Leidenschaft, weil ich aus einer Apothekerfamilie komme und weil ich ja das schwarze Schaf der Familie bin, das diese Apotheke nicht übernommen hat. Ist es doch irgendwie hängen geblieben, glaube ich, diese Liebe zur Pharmazie und zur Pharmakologie. Ja, ja, und das macht halt auch viel Arbeit, aber Schreiben ist schon was wirklich Schönes. Und das mit dem Buch, dass das jetzt wirklich so da liegt, das ist schon was Besonderes. Das ist super, gell? Ja, ist du hast ja, also ich habe mir weniger deine wissenschaftlichen Arbeiten angeschaut, aber ich habe mir dieses Buch angeschaut, für meinen Buchbeitrag. Der ist ja, du hast geschrieben, er sei schräg, ja? Aber er ist so ein bisschen so Free Jazz-mäßig. Also er ist so wirklich frei geschrieben einfach. Ja? Es sind einfach verschiedene Schreibstile, die du schon so. Ja, es sind so Fragmente. Also ich habe ihn so aufgebaut, weil er sich auch auf Vergänglichkeit bezieht, fragmentarisch. Ja. Und wie wir teilweise hin und her springen in unserem eigenen Leben, im Kontext unserer aktuellen Lebenssituation, das ist mir bei dem Beitrag irgendwie so wichtig gewesen, verschiedene Stile, die man selber hat. Hast oben einen Dreizeiler drüber geschrieben. Ja, ein Haiku ist das. Genau, ich habe ihn, genau. Der ist von dir? Ja, ja, ist von mir. Der ist von eben? Ja. Glaubst du, wie lange ich da gesessen bin? Ja, eben. Fängst du mit der Mayröcke an. Da steht ja niemand drunter. Dann die Frederike. Aber dachte, nein, von dir ist das nicht. Ich habe dann echt geschaut. Nein, die Mayröcke. Ich habe ihn gegoogelt. Aber dachte, nein, der ist von dir, gell?
Das war mir, die Mayröcke steht in meinem Büro. Ich bin ja wahnsinnig ordentlich. Ja. Ja. Ich sage ja auch immer OCD. Ordnung ist Ästhetik oder so hast du geschrieben, glaube ich, irgendwo. Ja und nein, ich meine natürlich keine Ordnung, aber fürchterlich. Also wenn sie schon so ganz neurotisch ist, dann mit Waschzwängen und sonstigen Sachen einhergeht, dann kann es auch schwierig sein. Aber prinzipiell ist es mir halt wichtig, eine gewisse Ästhetik. Ja, also ich mag nirgendwo, wo irgendwelche Brösel herumliegen oder wo es irgendwie grausliche Flecken irgendwo sind, das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Ja. Generell auch schöne Gegenstände sind mir wichtig, Kleinigkeiten sind mir wichtig. Ich schaue immer auf die Bettwäsche, was Leute für Bettwäsche haben, entsetzliche Bettwäsche, was man da so findet, irgendwelche, nein, gar nicht. Ja, auf Lampen schaue ich auch immer. Ja. Ich hatte hier, als ich in die Ordi eingezogen bin, das gehört einem netten steirischen Ehepaar, das Haus, hing hier ein wunderschöner Luster. Das war schon schön. Ja, also man auch welche Art von Licht, welche Kunstwerke an den Wänden sind, ob das jetzt irgendwelche, das Schlimmste ist für mich ja so I love my home oder solche Geschichten, was du da alles findest. das sind schon Dinge, die mich beschäftigen. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn du wohin kommst und dort steht ein Konsalik, dann musst du wieder gehen. Ja. Und dann habe ich so lachen, weil ich einmal mit meiner Mutter dann in einem Hotel war und dann hat der neben uns gewohnt, der Konsalik. Ja, direkt neben uns. Das hat er ausgezogen, oder? Direkt der chinesischen, die jungen Geliebten, die er hatte. Oder asiatischen, ich will jetzt da niemanden blämen. Und das war für mich auch so ein skurriles Erlebnis, weil ich dann dachte, ja, siehst du, und es stehen oft wo Konsalik-Bücher herum, insbesondere bei älteren Leuten. Ja. Aber ich bin schon froh, wenn überhaupt noch Bücher irgendwo stehen, weil das ist ja auch nicht mehr so selbstverständlich. Ja, aber zur Ästhetik gibt's auch viel zu sagen, hat ja auch mit Vergänglichkeit zu tun. Ja. Ich habe einmal bei den Tibetern, die haben das ja mit Ordnung, haben die das nicht so. Ja? Also diese tibetischen Ärztekrankenhäuser, also da ist es immer unaufgeräumt und staubig und Räucherstäbchen. Also das hat so ein gewisses Flair. Und einmal kam ich dann in einen, die leitet dort diese Übersetzungsabteilung, kam ich in ein Zimmer und das war so, okay, die Bücher in Reihe und Glied, frische Blumen dort, alles sauber. Und was ist da los? Dann hat sie gesagt, Ihr Vater war ein Dichter, ein Poet in Tibet und der hat so einen Spruch gehabt, der hat so übersetzt geheißen, wenn du sauber machst und aufräumst, kommen die Schutzgötter und unterstützen dich so ungefähr. Mhm. Und ich mag es auch gern, also ich habe auch gern wenig schöne Sachen um mich, also ich habe dann gedacht, okay, das... Das ist ein wunderschönes Tank. Ja, deswegen, du magst ein Palliativschloss, da braucht man auch Platz ein bisschen. Nur eine Kleinigkeit. Mit Kräutergarten, am besten mit so einem Homekino und so ein Amphitheater wäre schon auch toll, wo man dann Betten hinschieben kann. Ja, da würde mir viel einfallen. Also das wäre wirklich auch das Erste, was ich machen würde, wenn ich im Lotto gewinnen würde, wäre das Erste, was ich machen würde. Ich denke, es ist wichtig, das als Erstes was Gutes zu machen. Yes. Aber wenn man dann nur mehr Schlechtes macht, ist auch blöd. Aber, nein, aber das ist doch... scheinbar ist das ja wirklich schon... Das visualisiere ich aber schon sehr lange. Da müsste ich vielleicht wieder mehr buddhistisch praktizieren. Nein, aber das muss man. Es gibt ja eh wohlhabende Menschen. Vielleicht. Nicht alle Reichen sind böse, hat mein Bankberater gesagt. Ja. Also vielleicht wäre doch. Zu dem Heiko nochmal zurück. Der ist sozusagen dir. Ja. Den hast du extra für diesen Text. Den habe ich extra für diesen Text geschrieben. Ja. Weil es ja auch darum geht, was parallel so alles stattfindet. Ja, ja. Auf der Welt. Wow. Ja, danke, dass du mich da gebeten hast, einen Text zu schreiben, weil wenn man nicht gefragt wird von selber, dann entstehen ja manchmal auch die Dinge gar nicht mehr. Also, früher habe ich das schon gemacht, dass ich was geschrieben habe, einfach so. Aber jetzt hatte ich dazu gar nicht mehr so viel. Zeit oder ich habe sie mir nicht genommen und deswegen bin ich auch sehr dankbar, weil dann wieder eine Inspiration kommt. Ich habe gefunden, wir haben vorher ein Buch rausgegeben über Gesundheit und Krankheit und das ist auch schon ein gutes Thema, aber jetzt bei diesem Buch über Vergänglichkeit und Tod, bis jetzt habe ich 19 Autorinnen, die was schreiben, ich habe gemerkt, es geht ans Eingemachte für die Menschen, die was schreiben, also es hat keiner geschludert, es sind wirklich gute Texte gekommen. Ja.
Und manche haben sich richtig Zeit gelassen dafür. Aber es ist so, ich habe es gefunden, die Menschen, die da was schreiben, die schreiben das wirklich gerne auch. Ja. Ja, da gibt es ja diesen schönen Satz von Nietzsche, das Buch oder dann das Geschriebene soll so sein wie die Axt gegen das gefrorene Meer in uns. Okay. Und das gefällt mir so gut, weil es letzten Endes schon auch was aufdeckt, wenn du etwas schreibst. Ja, Wie du ja. richtig sagst, die Leute machen sich dann Gedanken und dass man da irgend so was dahinschreibt, das geht bei diesem Thema Hat eigentlich wirklich gar niemand nicht. gemacht. Ja. Ja. Hast du ein neues Buchprojekt im Kopf schon? Ja, ich habe mir schon auch so gedacht, mal darüber zu sprechen, was alles so gelogen wird über das Sterben. Ja, das wäre auch nicht uninteressant. Also so Ja. immer entweder diese Horrorszenarien, das ist ein bisschen wie, wenn du schwanger bist, dann wird dir jeder seine Ja, Geburtsstory ja, ja, erzählen und du ja. willst es als Schwangere überhaupt nicht hören. Und meistens sind es jetzt nicht die angenehmsten Geschichten Ja. und denkst, ah, lasst mich in Ruhe mit euren Stories, ja, mit Ja, euren ja. Horror-Stories und beim Sterben ist es so ähnlich. Also wenn, dann müsste so wirklich was ganz Ehrliches sein, wo die Leute aber auch was damit Ja, anfangen können. Mir wird es teilweise zu abgehoben, wenn es ums Sterben geht, was da alles daher geschwurbelt wird. Natürlich sind viele Dinge auch literarisch, philosophisch zu betrachten und zu verarbeiten, aber für mich ist das Sterben doch auch was sehr Praxisnahes. Und da noch ein bisschen mehr aufzuklären, was da alles für einen Unsinn erzählt wird, das wäre, glaube ich, auch mal gut, also den Spieß umzudrehen. Machst schon gedanklich oder hast schon so Nein. erste Notizbücher vorgeschrieben? Nein, jetzt übe ich gerade immer ganz, ganz viel Französisch. Das ist jetzt mein neuestes Okay. Projekt. Ja. Und lese sehr viel wieder Okay. in letzter Ja. Zeit. Die Freiheit nehme ich mir. Also Ich eher habe auch lesen ich habe statt diesen die schreiben. euren Podcast über die Literaturempfehlungen, der war auch total gelungen. Das freut mich sehr. Ja, wir machen uns da immer wieder zwischendurch Gedanken, weil wir beide gerne lesen. Also die Lea liest auch sehr gern. Und lesen und schreiben, das hängt ja auch zusammen. Oder wie du die Worte wählst. Und momentan habe ich mich so ein bisschen fürs Lesen entschieden, weil mir das irrsinnig gut tut, so in andere Welten einzutauchen. Und ich bin dann auch wirklich, also da kann ich alles um mich herum vergessen. Und das kann ich eigentlich nur bei zwei Dingen, und das ist wirklich Schwimmen. lesen und schwimmen. Ja, Ja. was du alles weißt, du bist Ja. wirklich perfekt Nein, weil Schwimmen vorbereitet. Ja. ist halt Aber mein. du liebst Schwimmen auch, Schwimmen ja, ist dann. ich glaube, ich kann auch besser schwimmen als gehen oder so. Also es ist so ein Zustand, wo ich nichts Ja, da habe ich auch denken eine muss und bessere Haltung, weil du den Körper ja. anders durchstreckst Ja. und ganz Ja. anders. Und ich denke mir immer, dass also wie die Menschen schwimmen, das ist wirklich teilweise fatal. Ja. Und dann auch in den Bahnen. Ja. Also es wäre gut, wenn wir mehr Schwimmunterricht hätten. Ja. Ich meine, also es gibt eh überall. Also ich bin immer kritisch bei diesem Schwimmunterricht, weil teilweise sind die Schwimmlehrenden so schlecht, dass die armen Menschen, die Ja. ausgebildet werden, Ja, ich hatte da großes Glück, was das ja, super. betrifft, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist so wie immer. Also das braucht auch Glück, um Ja, an jemanden zu ja, kommen. Überall, ja, ja. der dir was beibringt. Und letzten Endes sollte ja das Ziel sein, dass der Schüler besser Besser wird wird, als ja der klar. Lehrer. Dann ist Das hast es. du offenbar schon erreicht. Nein, Ja. ich im Schwimmen? Nein, 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 Kannst du sorry. Delfin schwimmen? Mal so eine wichtige Pass Frage. auf, genau. Ich bin ja richtig leistungsmäßig geschwommen in Ja meiner gut, dann Kindheit. kannst du Also, es. genau, da konnte ich es. Jetzt habe ich die Schulter gebrochen gehabt und alles Mögliche. Jetzt schwimme ich nicht mehr Delfin. Aber ich liebe noch Delfinbeine. Aber Delfin früher war natürlich fantastisch, ja, weil Ja, wenn man es du dann nämlich fliegst über dieses kann, das Wasser. ist unglaublich am 200 Meter Anfang. Delfin war mein Ding. Das Ja, war meine Distanz. das ist auch was sehr Ästhetisches, finde ich, so Ja, ein Delfinschwimmen, schönes. weil wenn du das am Anfang, also ich habe mich ja gefühlt als, weiß ich nicht, ja, als hätte ich irgendwie motorische Probleme, als ich das versucht Ja. habe. Und wenn du das dann Nein, kannst, das schön ist schon ist. cool. Und ich hatte also ich war in einem guten Verein und ich hatte eine Trainerin, die war 1984 bei den Olympischen Spielen Los Angeles im B-Finale über 200 Delfinen. Und dann im Jahr drauf kam sie dann zu uns und ich war nur so 13. Also die Du hat mich redest von dann, schlechten ja genau, Schwimmern und dann aber kommst du mit Olympia. die hat dann so mit, Ja. ob wir die Finger so halten müssen oder so, also da gehört ein Reiskorn dazwischen. Also die hat an diesen Feinheiten bei uns Ja, gearbeitet. das habe ich aber auch gelernt, dass Genau. dieses Finger zusammengeben soll Ja. man nicht. Genau, du Man machst ein soll es bisschen ein Abstand, dann hast du mehr bisschen, Kraft. das habe Ja, ich mir gemerkt. genau. Ja. Aber das war die, also natürlich eine geniale Trainerin, ja, weil die
Ja, genau, es ist schön, gute Lehrer zu haben. Ne? Definitiv. Und auch an sich selber kontinuierlich zu arbeiten. Ich glaube, in jeder Hinsicht, also auch dieses selbstgerechte Verhalten halte ich auch für gefährlich, vor allem in Führungspositionen, dass man sich irgendwie nichts mehr sagen lassen möchte. Und ich habe schon auch manchmal die Tendenzen gemerkt bei mir, dass mir das jetzt zu viel wurde, diese ganzen Probleme. Und ich mich da schon auch distanziert habe. Bis zu einem gewissen Grad schaffst du das halt auch nicht immer, dass alles auf dich einströmt. Aber ich habe einen interessanten Punkt gefunden, den du gesagt hast, wo du sagst, okay, wenn du je höher in der Position bist, desto weniger Menschen hast du, die dich kritisch, in dem Fall warst du Verleger, aber die dir konstruktives Feedback geben. Ja, das ist schon, auch so. Das sind ja wirkliche Geschenke und die kriegt man selten im Leben, finde ich. Also mit einer guten Intention, gut formulierte Kritik, wo es um die Sache geht, das sind eigentlich Geschenke, die man bekommt. Das sind Geschenke und manchmal musst du es vielleicht auch einfordern und fragen, was kann ich besser machen? Ja. Oder wie können wir es gemeinsam besser machen? Oder was kannst du dazu beitragen? Weil die nur Veränderungen wollen, selber aber nichts beitragen wollen, das ist auch manchmal schwierig. Ja. Also ich glaube, es geht auch darum, zu schauen in einem Team, wer hat welche Stärken, welche Wünsche, welche Kompetenzen und nicht aus einem Apfel ein Ei machen zu wollen, sondern wirklich zu schauen, wie man miteinander für die Sache einsteht. Und das ist auch sowas, was mir persönlich sehr wichtig ist, dass wir wirklich die Menschen, die wir betreuen, in den Mittelpunkt stellen. Ja. Weil wenn wir nur um uns selber kreisen, dann wird das irgendwann spürbar. Ja. Und wenn so viele Konflikte da sind und Belastungen, dann zieht das Energie ab von den Menschen, die uns wirklich brauchen. Und Menschen in einem palliativen Setting brauchen wirklich ein Gegenüber, ein hörendes, wachsames Gegenüber, das sich ihrer annimmt. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und deswegen möchte ich meine Energie auch so investieren, dass es in unserem Team gelingt, dass wir wirklich die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und dazu braucht es natürlich immer wieder Team-Findings und Meetings und Austausch miteinander, auch jenseits der Mauern des Krankenhauses. Ja, und auch jeder für sich individuell Zeit, um seine eigenen Ressourcen, das ganz klar, sozusagen zu kultivieren. Auch Privatsphäre, wo du einfach einmal ganz was anderes, nichts zu tun haben willst. Aber mit der, also weil ihr so eine gute Arbeit macht, wird sowohl von Patientinnenseite die Nachfrage größer, als auch von Kolleginnen, dass jetzt plötzlich mehr Menschen eine Ausbildung bei euch machen wollen. Da gibt es irrsinnig viele Anfragen. Schon also wieder. Das boomt wirklich. Auch die ganzen Palliativlehrgänge sind ausgebucht die nächsten 2 Jahre. Ja. Wir haben irrsinnig viele Praktikumsanfragen, Formulaturanfragen, Studierende, die Interesse haben. Eigentlich sehr gute Rückmeldungen auch zu den Vorlesungen. Mhm. Und ich glaube generell im Palliativbereich, also diese ganzen Lehrgänge, die es da gibt, bis hin zu den Masterlehrgängen, da gibt es ganz großes Interesse, weil die Leute, glaube ich, auch spüren, dass es immer wichtiger wird. Nicht nur angesichts der demografischen Entwicklung, dass wir halt älter werden. Und meistens, wenn wir älter werden, kriegen wir halt irgendwann irgendwelche Wehwehchen. Das muss jetzt nicht immer eine schwere Erkrankung sein, aber sich in Symptomlinderung auszukennen, finde ich, das schadet niemandem. Ja. Deswegen nochmal dieses ABCD, das ist eben nicht nur in Bezug auf Wiederbelebungsmaßnahmen mit Atmung und Blutdruck und Kreislauf und neurologischer Symptomatik, sondern das sind die anderen Kompetenzen, dass man wirklich diese Haltung hat, dass man sagt, das ist mir nicht wurscht, wie sozusagen der Weg zum Ende hin gestaltet wird. Und deswegen mag ich den Satz auch so gerne, über das Sterben zu reden, hat noch niemanden umgebracht, weil das ist sehr provokant, aber stimmt ja letztlich. Ja, stimmt. Also wenn man darüber redet, beschwört man es nicht herauf. Das glauben aber auch manche. Für die meisten ist es sogar befreiend. Extrem befreiend und vor allem auch so, aha, das habe ich noch gar nicht laut gesagt. Also die eigenen Gedanken auszudrücken, ist oft schwerer, als man glaubt, weil im Kopf fühlt es sich so richtig an und dann sprichst du es aus und dann wirkt es manchmal fast schon für dich selber befremdlich. Und das ist auch eine Art Lehrprozess für einen selber, wo man eigentlich merkt, weiß ich nicht, jetzt bin ich schon 70 Jahre alt und habe mir noch keine Gedanken gemacht über dies und jenes. Also das ist nicht automatisch so, dass mit einem gewissen Lebensalter die große Weisheit kommt. Das erlebe ich auch immer wieder. Ja. Die Laura zum Beispiel war 27 Jahre alt, wie sie verstorben ist und hatte eine ganz, ganz
weise und tiefe Ausstrahlung. Ja, toll. Völlig unabhängig vom Alter. Ich hatte nämlich ein bisschen eine Patientin, die hat Gudrun geheißen und die war ein bisschen ähnlicher, deswegen hat mich das auch nochmal so berührt. Die mich wirklich, wirklich, ja, es gibt so Menschen, die einfach wirklich außergewöhnlich sind. Mhm. Ja, ja. Du hast gesagt, du bist jetzt gerade, also Bücher lesen dran, Französisch. Mhm. Also, womit beschäftigst du dich gerade? Das ist so die Frage. Du meinst so ganz... Genau, was ist wo? Ganz generell. Das ist bei mir absolut unterschiedlich. Also, jetzt im Urlaub habe ich ein Buch gelesen über Kunst und Rivalität, von Rivalitätsbeziehungen zwischen sehr bekannten Malern, zum Beispiel Picasso und Matisse. Sehr, sehr spannend, mhm. hat mir sehr gut gefallen. Und Degas und Manet, mhm. wo ich vieles nicht wusste. Ja. Und dann komme ich vom einen eigentlich ins nächste. Ja, ja. Dann lese ich auch manchmal... lese ich ein Krimi, ja, ganz ja, banal ja, zum Runterkommen. Ja, ja. Alle Adler Olsen habe ich jetzt durch. Ja, der ja. letzte hat mich jetzt eher enttäuscht, sonst fand ich die schon sehr, sehr gut. Also bei mir, was Literatur betrifft, dann lese ich irgendwas über Musik, dann lese ich die Biografie von Leonard Bernstein. Also das ist du machst wirklich verschiedene Dinge. Ja. Ganz unterschiedlich, aber auch verschiedene Interessen. Ja. Die ändern sich auch ja. manchmal. Mir ist nur wichtig, dass immer wieder was Neues ja. kommt. Also ich halte es nicht aus, wenn alles so einheitlich bleibt. Ich habe es gemerkt, bei der Beschäftigung und Vorbereitung auf dem Podcast, ihr habt diese Medical Comics gemacht. Das war ein ganz großes Projekt. Das ist doch ein schönes Projekt, ein oder? Ein sehr schönes Projekt mit sehr viel Arbeit. Ja. Weil da waren zwei Kollegen, die ich von der Anseite kenne, die da mitgemacht haben auch ein bisschen. Also ihr habt irgendwie so eine Präsentation oder so gehabt, da waren die zwei Kollegen, die ich gekannt habe. Aber das ist ja ganz was anderes. Ja, das hat mir auch irrsinnige Freude gemacht. Wir hatten dann auch, was das betrifft, unglaubliche Vernetzungen, die sich daraus ergeben haben, mit denen wir gar nicht gerechnet hatten. Wir haben ja sogar so ein T-Shirt gedruckt, nicht die Albertina, aber trotzdem gut. Und die Albertina hat okay. zugestimmt, dass okay, wir es machen dürfen. Ja, ja. Okay. Auch damit gerechnet haben, dass die sich denken, das wollen die da. Hat aber funktioniert. Und da sind einige Publikationen daraus entstanden, sehr viele Panels, sehr viele Booklets, die wir auch jetzt noch haben. Und das war ein Teaching Magic Moment für mich, weil ich gemerkt habe, wie viel man damit eigentlich vermitteln kann. Ja, weil es um diesen Perspektivenwechsel geht. Ja. Wenn du auf so einen Comic schaust und das ist nichts Lustiges, sondern da können ganz harte Inhalte damit transportiert werden. Das haben viele nicht gewusst. Also ein Comic ist kein Cartoon, wo irgendwas lustig ist, sondern da können sehr komplexe Inhalte vermittelt werden. Und das haben wir auch versucht mit Reflexionsfragen, mit QR-Codes, wo dann Literatur gekommen ist, wo man einfach schauen konnte, wenn man sich weiter fortbilden wollte und sich vertiefen konnte. Ja. Also das war extremst wertvoll, dieses ganze Projekt. Das haben wir über 3 Jahre gemacht, trotz Pandemie, mit verschiedenen Ausstellungen zum Thema Grenzen, zum Thema Schmerz, zum Thema Körper. Hat großen Spaß gemacht. Also ich bin eigentlich für diese Dinge sehr offen, für diese Medical Humanities, alles was mit Philosophie, Literatur, Kunst zu tun hat und mit dieser Vernetzung mit Medizin, empfinde ich als sehr beglückend. Mhm. Und das deckt im Palliativbereich viel drinnen. Ja, ja. Musiktherapie, hast du gesagt, habt ihr auf der Station? Oder? Ja, einmal die Woche. Ja, ja. Das ist eine Kooperation mit der Fachhochschule Krems. Ja. Weil Professor Tuczek war hier schon, wir haben schon einen Podcast gemeinsam gemacht. Genau. Ja, das ist irrsinnig wertvoll. Ja. Also manchmal ist es auch dramatisch. I Am Sailing wird dann gespielt auf der Harfe. Ja. Das sind schon Momente, wo du merkst, Musik löst halt etwas aus. Und das ist auch mal wichtig, weil du so verkopft bist in dem Moment, wo du im Krankenhaus liegst als Patient, du kriegst so viel Fachinfo, es geht so viel um Symptome, wie ist das von 0 bis 10, wie ist das von 0 bis 10 und dann plötzlich kommt die Musik und wirft das ein bisschen auch alles über den Haufen und das ordnet sich dann wieder neu zusammen. Ja. Ja. Ihr habt Physiotherapie, nehme ich an? Oder Physiotherapie, Ergotherapie. Ja, weil ich habe unlängst eine Kraniosakraltherapie-Sitzung bekommen von einer Ärztin, die mich alle 6 Wochen betreut. Ich wurde halt durch diese Behandlung so entspannt, dass ich mir fast gedacht habe, okay, würde ich jetzt sterben, würde ich sie auch bitten, mich zu unterstützen. Also meine Frage habt ihr auch,
Also Menschen, die mit dem, also die Patienten werden angegriffen, habt ihr sowas? Ist das? Ja, unsere Physiotherapeutinnen und Ergotherapeutinnen machen alles Mögliche, wie es sich halt ergibt. Also manche Menschen werden auch massiert, manche Menschen bekommen auch Fußreflexzonenmassagen, werden getaped. Da gibt es unterschiedlichste Ansätze, die sich auch wieder so ergeben in der, sag ich mal, interindividuellen Beziehung, also wie dann die Beziehung entstehen kann. Wir legen sogar großen Wert darauf, dass die Leute auch berührt werden, jenseits von Blutabnahmen oder irgendwelchen Untersuchungen. Aber auch da gibt es ganz unterschiedliche Vorlieben. Manche lieben dieses eingeschmiert werden mit irgendeinem Schmerzöl. Manche wollen das gar nicht. Viele Leute haben auch sehr viel erlebt an Traumatisierungen. Das muss man auch wieder schauen, wie es sich halt ergibt. Aber prinzipiell haben wir ein tolles Team, wo alles Mögliche an Kompetenz drinnen ist. Meine letzte Frage, die du eh schon gestellt bekommen hast, bin in einem Interview, aber auf der Hand liegend, wie würdest du gerne mal selber sterben? Palliativschluss. Im Palliativschluss. Definitiv. Ja. Unter einem Baum, bei Regenwetter, im Freien. Das wäre schon schön. Ich brauche gar nicht den strahlenden Sonnenschein. Es soll vielleicht nicht minus 20 Grad haben, weil Kälte mag ich nicht. Es soll irgendwie so gemütlich sein. Und irgendwie dramatisch und banal zugleich. So würde ich mir das vorstellen. Das weiß ich nicht. Da muss mein Umfeld sich drum einfallen lassen. Ja, vielleicht irgendeine besondere Arie. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall eine schöne Leiche sein wäre schon auch nicht so schlecht. Ja. Also das habe ich auch in meiner Patientenverfügung drinnen, dass ich keinen Damenbart haben will und keine Haare irgendwo, wo sie nicht hinkören. Das klingt jetzt ganz weltlich und banal, aber ja, das ist mir doch auch wichtig. Ja. Ja, ein Whisky vorher wäre auch total okay. Ich würde einen Portwein wollen, aber. Einen Portwein? Ja, ich liebe Portwein. Ja. Ah, da würde ich lieber einen uralten Bordeaux, so einen richtig guten, hätte ich auch schon sehr gern. Champagner könnte auch gut sein, der ist sehr belebend. Ja. Aber ich würde mich jetzt, sagen wir mal, nicht für ein Tonic entscheiden oder irgendein Fanta. Ja. Das glaube ich nicht. Ja. Dann danke ich dir sehr für unser Gespräch. Ich wünsche dir natürlich, dass viele, viele, viele lange leben und möge das mit dem Palliativschloss in Erfüllung gehen. Wäre doch eine schöne Sache. Mögen alle Lebewesen glücklich ja, sein. Genau. Ja, genau. Danke dir vielmals. Danke dir. Freude. Mir auch. Danke. Alles Gute weiterhin. Danke. Danke.